Ja, die Frankfurter Buchmesse ist die wirklich wichtigste Buchmesse international gesehen. Es ist der Treffpunkt schlechthin, wo sich die ganze Buchszene trifft und Lizenzen handelt und miteinander andere Geschäfte abschließt. Und die Schweizer sind jedes Jahr mit dabei. Und zwar sind wir mit den zwei Verlegerverbänden präsent. Das heißt der SBVV, der Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband, der die deutschsprachigen Schweizer Verlage vertritt. Und ASDEL, die Association des Éditeurs et Libraires des Romans. Das heißt, die Schweiz ist normalerweise mit zwei Ständen in Frankfurt vertreten. Dieses Jahr ist Frankreich Gastland und Frankreich hat als Eingeladene die Schweiz eingeladen zu partizipieren am Gastlandauftritt und ist an Poelvetia herangetreten, ob wir uns beteiligen möchten. Wir haben mit Frankreich verhandelt, insofern als wir eine Delegation von 12 Autoren aus der Suisse Romande, Autorinnen und Autoren, mit ins Hauptprogramm des französischen Gastlandauftrittes integrieren konnten. Die decken ganz verschiedene Genres ab. Die decken die Kinderliteratur ab. Beispielsweise Albertine und Germano Zullo sind mit dabei. Das Comic ist vertreten. Sepp ist hier unser Aushängeschild. Und dann haben wir einige Autorinnen und Autoren, die in der Belletristik erfolgreich unterwegs sind. Darunter die Buchpreisträgerin, die Trägerin des Grand Prix Suisse de la Littérature, Pascal Kramer. Und dann ist Noël Revard, die beispielsweise deren Werk jetzt beim Wallstein Verlag verlegt wird. Also wir haben eine schöne, sehr diverse Truppe von Autoren, die hier bei verschiedenen Gelegenheiten auftreten. Und dann haben wir auch eher informelle Momente, wo wir auch selber wiederum Gastgeber sind, wo die Schweiz zusammen mit den Belgiern einen Abend veranstaltet hat im Musanturm, wo der Slam präsent war, wo die literarische Performance präsent war und natürlich auch einige kulinarische Spezialitäten, belgisches Bier und schweizerische Schokolade. Einer der Hauptbeiträge neben den Autoren ist im Pavillon, im Gastlandpavillon zu sehen, und zwar in dessen Zentrum. Dort haben wir zusammen mit dem Musée de la Réforme in Genf eine Gutenberg-Presse aufgebaut. Und zwar druckt sie jeweils die erste Seite von prominenten Autoren, die hier auf der Messe ihre neuen Texte vorstellen. Das Publikum kann dabei zusehen und ich kann wirklich sagen, es ist im Gastland-Pavillon die Hauptattraktion. Das Originelle daran ist auch, dass diese Gutenberg-Presse im Espace Innovation steht. Und ich glaube, es ist uns gelungen, mit einem Clin d'œil irgendwie zu zeigen, dass die Schweizer sich sowohl auf gutes Buchdruckhandwerk besinnen, aber auch sich mit der zeitgenössischen Literatur verbinden und eben die zeitgenössische Literatur zu sich einladen, um mit ihnen dann auch richtig gutes Handwerk zu betreiben.